Es ist ruhig geworden auf dem Campingplatz am Lankersee bei Preetz. Doch ab dem Himmelfahrtswochenende hat sein Telefon ununterbrochen geklingelt. Alle wollten endlich wieder raus. Wir haben ganz viele neue, völlig neue Leute gehabt, die sonst wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt in Frankreich, in Tirol, in Skandinavien gewesen wären. Und so ein einhelliges Feedback war eigentlich, wie schön doch Schleswig-Holstein, wie schön gerade die holsteinische Schweiz ist. Die Campingplätze sind ein Gewinner der Corona-Krise, das sagen auch die Zahlen der Tourismusagentur. Im Bundesvergleich hat es in Schleswig-Holstein da die größten Zuwächse gegeben. Und insgesamt scheint sich der Tourismus nach dem kompletten Einbruch während des Lockdowns zu erholen, so der Tourismusminister. Es gibt für das erste Halbjahr zwar einen Rückgang von 38% im Vergleich zum Vorjahr, aber die starken Monate Juli, August sind noch nicht mitgezählt. Es geht einigen ganz gut, die sitzen an den Küsten und haben wirklich gute Belegungszahlen. Es gibt einige im Binnenland, die leben von Hochzeiten oder von anderen Veranstaltungen, die sind im Städtetourismus oder leben von Konferenzen, die alle nicht stattfinden und die leiden darunter. Da muss man vorsichtig sein. Im Durchschnitt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Fast schon zu gut war die Buchungslage an manchen Küstenorten an der Ostsee. Weil noch Tagesgäste dazu kamen, mussten teilweise sogar Strandabschnitte gesperrt werden. In Scharbeutz zum Beispiel waren es 12% mehr Gäste als im Vorjahr. Sie hier haben sich bewusst für den Platz am Lanker See entschieden. Wenn ich jetzt so an der Ostsee und so gucke, haben wir ja auch schon am Anfang überlegt. Aber da erstmal ist mir da viel zu viel Trubel. Und dann die Plätze alle so eng. Und hier dürfen wir unsere Hecken haben. Wir können uns das hier so richtig schön kuschelig machen. Schön kuschelig, viel Natur und möglichst autark. Das sind die Trends in der extremen Corona-Saison 2020.